Interessant. So, wie sieht's aus? Ach, da sind sie. Oh, nur standardmäßig halt, ne? Standardmäßig, okay. Ja, eine kleine Zelle für. Crafting Table. Oh, hast du jetzt genau ein Crafting Table gerade gebaut? Jo. Gucken, wie macht man jetzt hier vorne ins. Stone Furnace braucht man Campfire und Cobblestone. Was machst denn du hier? Aber oh, Drecksvieh bashen. Wir brauchen mehr Cobblestone. Mehr Rüstung. Das ist ja eine ganze Armada oder was? Bist du vergiftet? Ich vergifte. Ach, du vergiftest? Das ist ja nett. Soll ich dir mal irgendwie helfen? Eine ganze Armada von Gegnern hier. Ja. Mann, Rick. Oh, ich hab liegende Gegner könnte man auch einen Bogen nehmen. Ja, ist mir auch gerade eingefallen. Oh. Die ist freundlich, das würde ich in Ruhe lassen. Aua. Hört ihr mal höher? Oder nicht? Oh, der hat was mit dem Bogen gekillt. Was hab ich? Du hast was mit dem Bogen gekillt. Ehrlich? Hab ich das? Oh, ich bin gleich hinüber, Alter. Also ja, ja, also die macht. Das ist halt Level 3, ne? Die Gegner sind ja durchaus stärker und machen noch mehr Schaden. Durchaus. Sogar eine ganze Menge durchaus. So. Oh. Na, dann halt nicht. Wenn man aber nämlich ein paar Bandagen machen kann und mir wieder und mir dann auch einen Bogen herstelle. Oh Mann! Was du denn? Ja, kam gerade wieder so ein abfuckter Gegner. Achso. Das einzigste, was ich bis jetzt noch nicht rausgefunden habe und ich glaube auch nicht, dass das möglich ist, ist Holz wieder anzubauen. Aus Terraria kennen wir es ja, wir bauen einen Baum ab und dann kommt da nicht nur Holz, sondern auch ein bisschen Samen raus. Mhm. Den Samen für die Bäume, den gibt es bis jetzt noch nicht. Habe mich immer eingebaut, damit mich die Gegner nicht kaputt hauen. Du könntest dich auch einfach an deinem Häuschen hier verstecken. Nee, ich will ja abbauen. So, ich habe es bei mir so gemacht, dass ich mich quasi eine Etage nach oben befinde. Also das hier, wo wir uns jetzt drinnen befinden würden, das ist bei mir in der Luft. So hast du mal sicherer. Ich will ja nebenbei hier ein bisschen Cobblestone abbauen, damit wir den Dings bauen können. Na, wie heißt's? Ofen. Ja, genau, Ofen, danke. Und noch ein bisschen Holz ab. Na gut. Brauch ich nicht normales Holz. Es wird wieder kälter. Mhm. Dann würde ich auch vorschlagen, dass wir langsam die Samen anbauen. Ja, dazu brauchen wir erst mal einen Ofen, weil wir eine Spitzhacke bauen müssen. So. Glaube ich. Ah ne, Stein brauchen wir dazu. Ja, halt eine Hoe. Genau. Okay, ich glaube, das reicht das mal. Ach, verdaulicher. Haha. Warte mal, ich beam mich mal kurz hoch und hol mein Bett. Kannst du gerne machen. Was hab ich denn hier? Leder. Ja, das brauchst du auch. Das kannst du dir dann zur Zeit overpowered Rüstung herstellen, die es für den Anfang gibt. Aus knapp, glaube ich, 8 oder 30 Leder oder so kannst du dir so eine Schneeinfanterie. Rüstung bauen. Aha. Die hat eine ordentliche Wärmedämmung, damit kannst du locker auf dem Mond rumlaufen. Und hat auch eine relativ starke Verteidigung von 13.
Sehr praktisch hier. Passt ja irgendwie zu einem Vogel. Ja, dass er einen Vogel hat? Ja. Ach ja, danke. Okay, ich bin eingeglitscht. Sag mir, ja, der Vogel hat einen Vogel. Oder sollte ich dir Bug sagen? Hm. Du hättest dich auch einfach frei basteln können. Ja, da hätte ich gerade keinen Bock. Ich gucke, ob ich hier noch irgendwas mitbringen kann. Warte mal, ich habe eine Ho. Nee, Blunt Breaker. Two-handed. Ich nehme den einfach mal mit. Oh, ich habe hier noch einen Alien Meat, stimmt. Das kann ich dann mal backen. Kochen, wie auch immer. Was hältst du von offenem Feuer im Haus? Ach, es dient doch zum Kochen, also es ist vor allem im Holzhaus sauber dazu geeignet. Ja. Also das Bett ist eindeutig zu hoch. Dann brauchen wir dann das Bett hin. Ja, so passt das. Gut. Cooking time. Ach, du guckst auch gerade. Hast du mir gerade... Gut. Ja, ich hab's. Nee, ich hab's dir nicht geklaut. Keine Angst. So. Hier, guck mal in die Truhe, was ich da drinnen reingepackt habe. Aha. Boah. Ich weiß nicht, ob man das zum... Anbauen verwenden kann oder so, nicht? Nee, kannst du nicht. Das ist eine Waffe. Okay, das ist natürlich doof. Okay, dann mache ich mal einen Furnace. Oder wie immer gesprochen wird. Craft. Quest complete. Oh. Obtain 2 iron ore and smelt it in a furnace to obtain an iron bar. Okay. Ich hab dir hier mal ein Spinnrad hingebaut. Da kannst du gleich mal die Rüstung angucken. Kann man da nämlich erstellen. Okay. Jetzt brauchen wir dann Erz. Hm. Hier habe ich schon Kupfererz. Das, ach, der schmilzt das gleich komplett, das ist nett. Hm. Es geht auch relativ flugs. Ja. So, was jetzt hier? Klamotten bauen, ja? Oh. Hm. Ja, da brauchst du halt Leder dafür, dann müssen wir jagen. Hm. Ich guck gerade mal. Hunting Bow, Wooden Support, das ist natürlich wieder Deko. Wooden Fence? Was ist denn ein Wooden Fence? Ach, ein Zaun! Mhm. So. Scheiße. Nette Waffe. Ach, das ist die mit dem Donnereffekt, ne? Mhm. Oh, ich mache unsere Tür zu. Oh, ist ja egal, die sind freundlich gesonnen. Okay. Also ich würde hier nachts nicht rumlaufen wollen, an deiner Stelle. Hm. Aber ich will hier mal irgendwie... Ja, eine Hoe bauen, aber geht nicht. Dein? Nein, Stone Hoe. Brauche ich noch Wooden Planks. So, die können wir noch bauen. Mann. Plank. Ich habe doch noch Holz dabei. Ho, Stone Ho, will mir noch 4 Stück Planks. Ho ho, ho ho ho. Und noch eine Ho. Craft the Ho. Ich mach rechts mal noch ein bisschen gerade. Mhm. So, da einer. Tja, wie lange brauchen die wohl zum Wachsen, ha? Ja, sie brauchen schon ein bisschen. Oh, Level 6. Legst du dich gerade mit dem an? Er legt sich mit mir an. Hm. Hab ich wieder nichts von gehabt, gell? Mhm. So, noch ein bisschen abbäumen. Das sieht aus wie ein Pokémon, ey.
Ja, du sollst hier, wenn ich das richtig im Kopf habe, auch fähig sein, später Pokémon zu spielen. Also dir die Dinger dann zu tamen und so einen ganzen Quatsch. Das klingt nett. Wo hast du eigentlich dein Bett gelassen? Auf dem Schiff? Praktisch. So, es wäre vergleichsweise ineffizient, wenn beide hier schlafen würden, ja. Also. Ja, das stimmt allerdings, ja. Und das Schlafen dauert doch relativ lange, aber man braucht halt keine Bandagen für. Eben. Oder anderes Zeugs. So langsam kriegt mein Charakter auch Hunger. Was ich zur Hungerbeseitigung empfehlen kann, ist zumindest bei einem Floran, da weiß ich's, Brot. Weil das regeneriert nicht nur sehr viel Hunger, sondern verbraucht auch ganz schönes Stück, beziehungsweise es erzeugt auch relativ viel Leben. Ich glaube 20 HP oder so. Mhm. Was ich bis jetzt von keinem Essen gesehen habe. Jetzt hast du was gefoodet hier. Oh, hier wird's kalt. Dann mache ich mal ein bisschen weiter. Na, du hast da oben ein bisschen Feuer. Einfach mal gepackt. Hingepackt. So, ich glaube, das reicht erstmal. Ich gucke noch mal kurz bei mir aufs Schiff. Oh, ich kann mich gerade nicht hochbeamen. Nee, kannst du nur. Ach, das kann man nur außer. Und unter freiem Himmel, beziehungsweise hinter freier. Oder unter freier. Oder freiem Hintergrund. Mhm. Solange du an der Planetenoberfläche bist, brauchst du bloß hinter dir ein bisschen was wegschlagen, dann kannst du dich teleportieren. Also ein Leder habe ich, wie gesagt. Brauchen wir nur noch 80 weitere. Ja. Sind das ja Feeble Blade Blocker. This item needs to have a description set. Dann hast du wahrscheinlich gerade ein Schild eingesammelt. Na, hatte ich vorhin schon, aber weiß nicht, was ich mit dem machen soll. Ja, das kannst du ausrüsten, damit kannst du dann blocken. So. Hey, da muss ich ja immer wechseln. Es gibt ja nicht nur Zweihandwaffen, es gibt auch einhändige Waffen. So, ja, stimmt. Da kannst du dann halt zum Beispiel die einhändige Waffe auf die linke Maustaste legen und beziehungsweise das Schild auf die rechte Maustaste legen und dann die Waffe ausrüsten. Okay. Und dann kannst du halt mit Schwert und Schild rumlaufen. Oder mit Pistole und Schild. Es gibt ja auch Schusswaffen, wie wir gerade schon in einem unserer Dungeons gesehen haben. Ich habe hier nur two-handed Sachen. Naja, das ist normal zum Anfang. Das Einzige, was hier jetzt noch fehlt, sind viele Baupläne, würde ich mal sagen. Du hast zum Anfang keine Schusswaffen, die du herstellen kannst oder so. Du kannst wirklich nur die grundlegendsten Sachen machen, wie jetzt zum Beispiel ich die Spitzhacke habe oder dein Axt, dein Hacke und was weiß ich nicht alles. So einfach baut man sich ein Haus, siehst du? Auch wenn es ja voll die Neustadtbude ist. Naja, Plattenbau und so. Ja, es ist voll der Plattenbau, aus Holz zwar, aber. Okay, haben wir jetzt. So. Jetzt räume ich immer tatsächlich ein bisschen das Inventar auf. Kupfer. Oh, Kohleerz habe ich auch noch. Kohleerz, was erzähle ich denn hier für Blödsinn? Viel, wenn der Tag lang ist. Zwei Kohle, ne, die kann ich bei mir ins Schiff reinballern, ne? Noch ist Kohle einzig und allein als Treibstoff wichtig. Später brauchst du es dann auch, um Material herzustellen. Lass mich den mit weghanden. Wenn er kaum noch AP hat. Scheiße. Da oben ist noch einer. Ja, hau ein bisschen halb tot. Warte. Oh, das habe ich nicht gerechnet. Ja.